2024. Hier am Edersee, direkt an der Sperrmauer im neuen Besucherzentrum. Wir haben uns gedacht, nach der Einweihung ist endlich mal wieder ein Anlass hier zu feiern. Und die Lokalität gibt es her. Deswegen freuen wir uns, dass die Edersee-Touristik und die Gemeinde dem zugestimmt hat, dass wir heute hier das Besucherzentrum als Veranstaltungsort wählen durften. Es freut mich sehr, Sie alle hier im Namen der EEG begrüßen zu dürfen. Aber besonders möchte ich natürlich vorab unsere Ehrengäste begrüßen. Dabei den Hausherrn sozusagen mit dem Herrn Bürgermeister Gier, den Stadtrat Faubel von Bad Wildungen als Handwerksmeister von der IHK und Stadtrat Doppelfunktion. Und natürlich möchte ich es auch gar nicht versäumen, unsere zwei aktuellen Bürgermeisterkandidaten begrüßen zu dürfen. Das ist einmal der Frederik Westmeier und der David Zerbis. Es freut mich, dass beide anwesend sind. Es gibt bestimmt nachher noch ein paar interessante Gespräche. Außerdem darf ich die Vertreter der benachbarten Gewerbevereine begrüßen, sowie die Ortsvorsteher und der Edertaler Ortsteile und Abordnung des Edertaler Parlaments. So, jetzt darf ich mal klatschen. Ich starte, möchte ich noch eine kleine Entschuldigung ans Edertaler Parlament loswerden. Wir haben das IG Sommerfest schon im Februar geplant und da hatten wir noch keinen aktuellen Terminkalender vom Parlament vorliegen. Ich bedanke mich, dass da eine Verschiebung möglich war der Sitzung, sodass ihr heute dran teilnehmen konntet. Alle zwei Jahre im Wechsel mit der Gewerbeschau feiern wir unser Sommerfest. Dabei versuchen wir immer besondere Locations zu finden. Und ich finde, mit dem Besucherzentrum ist uns das wieder gelungen. Also der Blick auf die Sperrmauer und die Ausstrahlung vom Gebäude gibt schon was her und ist ein Aushängeschild für die Gemeinde. Im Vorfeld zum heutigen Abend habe ich mich natürlich Gedanken gemacht, worüber redet man denn heute Abend? Was ist denn wichtig im Moment? Was interessiert uns? Spreche ich über die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, über die politische Lage insgesamt. Aber ich entschließe mich da lieber dazu, das den Einzelgesprächen des Abends zu überlassen und würde das ein bisschen beiseite schieben, weil die Situation im Land gibt einfach zum Reden Anlass, aber das sollte jeder für sich selbst ausmachen. Unseren Verein, die IEG, gibt es nun schon fast seit 30 Jahren. Wir haben knapp 90 Mitglieder hier im Edertal und Umgebung und freuen uns darüber, dass unser Verein immer noch wächst und immer wieder mit seinen Aktionen und Vorhaben Aufmerksamkeit erregt und in der Region auf sich aufmerksam machen kann. Unser Aushängeschild ist natürlich unsere Gewerbeschau, die alle zwei Jahre stattfindet. Und ich würde behaupten, im Umkreis von 30 bis 50 Kilometern ist es die größte Gewerbeschau der Region und wird immer gern genommen. Letztes Jahr war der Landrat da, war absolut begeistert, weil er diese Größe noch nicht kannte bis dato. Wir möchten uns hier auch nochmal ausdrücklich bei der Gemeinde bedanken für die Unterstützung und freuen uns, dass wir auch schon eine Zusage für 2026 haben, dass da wieder eine Unterstützung kommt. Und da werden wir uns demnächst, denke ich, zusammensetzen, wie das stattfinden kann, damit es auch ordentlich im Haushalt eingeplant werden kann. Hier komme ich zum Schluss nochmal drauf. Da haben wir auch schon ein Datum für und da freut es mich, werden wir noch viele Anmeldungen bekommen. Darüber hinaus haben wir extra heute mal vor dem Eingang
die zwei Busse geparkt, die wir der Gemeinde bzw. den Vereinen zur Verfügung stellen. Die sind komplett finanziert über den Gewerbeverein und so haben die Vereine am Wochenende immer wieder Gelegenheit und können diese Vereinsbusse nutzen und Ausflüge oder mit den Mannschaften weitere Fahrten zu spielen vorsehen und durchführen. Die EG hier im Edertal steht für Wirtschaftsförderung und Weiterentwicklung der Unternehmen. So werden wir oft bei Unternehmensneugründungen oder auch bei der Suche von geeigneten Flächen für die Unternehmensweiterentwicklung angesprochen. Wir würden nur zu gern auf ein neues Gewerbegebiet verweisen, aber wer weiß, was das Jahr 2025 noch alles so bringt für uns. Gerade hier vor Ort hat sich in den letzten Jahren, also hier in Hempfurt, hat sich in den letzten Jahren schon viel im Bereich Tourismus ergeben. Im Bereich Ferienwohnparks und den Freizeitmöglichkeiten für die Touristen sind mit Hilfe der Gemeinde und unserem Verein einige neue Projekte umgesetzt worden. Dies muss natürlich noch weiter ausgebreitet und ausgebaut werden, denn wir haben einen riesen Vorteil gegenüber anderen. Wir wohnen dort, wo andere Urlaub machen. Alter, Büchsenschütz, hab's gemacht. Vielen Dank schon mal für die Einladung. Ich darf Sie auch alle ganz herzlich begrüßen, die Mitglieder der IEG, die Gäste, insbesondere auch von den Nachbarkommunen aus Fritzlar und Bad Wildung, im Namen des Gemeindevorstands herzlich willkommen. Und ich finde es auch wirklich sehr schön, dass Sie diese Lokalität gewählt haben. Ich glaube, letztes Jahr waren wir, vorletztes Jahr in Ringhausen, auch ein besonderer Ort, rundes Programm, freut mich immer wieder, wenn Sommerfest ist, hier da sein zu dürfen und zu erleben, mitzuerleben, was Sie sich ausgedacht haben. KI, spannendes Thema. Manchmal wünschte ich mir, es wäre ein bisschen eher mal etabliert gewesen, hätte mir vielleicht hier und da mal weitergeholfen. Aber spannendes Thema, wie überhaupt. Sie haben so einige Dinge angesprochen. Wir sind ja darauf angewiesen, dass wir starke Gewerbetreibende als Partner haben. Wir haben vielfältigerweise Unterstützung nötig, gerade mit den vielen Liegenschaften bei der Bewirtschaftung, bei Reparaturen, Sanierung. Und das wird eher noch zunehmen als alles andere. Kompensiert vielleicht die nachlassende Nachfrage nach Neubauprojekten. Vielleicht ist das eine gute Kompensation. Und wir sind dann froh, wenn wir hier vor Ort Gewerbetreibende haben, die uns zur Verfügung stehen. Denn trotz nachlassender Auftragslage kommen ja auch die Probleme hinzu. Fachkräftemangel ist wirklich auch interessant, wie sich das alles. Genau, das heißt, wir gehen mal etwas schneller durch, denn das können Sie sich gerade auch schnell durchlesen. Das heißt, wir wollen hier einmal kurz einen kleinen Zoom machen. Und das heißt, mein Name ist Kai Asmus, ich bin von der IHK Kassel-Marburg da. Und in diesem Projekt SUBIPRO, was ein sperriger Begriff ist, erkläre ich aber gleich nochmal, bin im Bereich Innovationsberatung tätig bei der IHK und komme eigentlich durch meine Tätigkeit eigentlich auch sehr gut rum. So, Diana Hupe stellt sich gerade mal selber vor. Hallo, guten Abend zusammen. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Wie gesagt, ich gebe das Mikro gleich wieder ab an Kai Asmus, der die allgemeine Einführung macht und komme von der Universität Kassel. Ich bin da als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet der Wirtschaftsinformatik unterwegs und habe heute die Ehre, Ihnen ein bisschen was zu KI zu erzählen. Und in meiner Forschung befasse ich mich zum einen mit künstlicher Intelligenz, aber auch zu Anwendungspotenzialen von Blockchain-Lösungen. Also schau da, was das in Zukunft bringen wird. Genau, kurz und knapp, weiter geht's. Sehr schön, ich werde es auch kurz und knapp halten, denn ich glaube, der Fachvortrag ist eher das, was an die allermeisten reizt. Und deswegen gehe ich gleich weiter, einmal nur zu kurz zu unserem Projekt zu sagen. Wir haben natürlich eine Konstellation, die so ist, wie Sie sie dann ungefähr hier da finden. Das heißt, wir haben unterschiedliche Kooperationspartner, die im Grunde. Ja, das stimmt. Thank you.
jetzt im Sturm. Genau. Aber die hat 19%.